Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA Let's Play FIFA 13 und wir spielen wieder im Jahre 2013 mal weiter und wir beginnen mit Ab aus Feld mit einigen Freundschaftsspielen, die gewünscht wurden. Als erstes geht es in die Hansee nach Hamburg und ja, dann gucken wir mal. Also dieses Spiel gab es zwar auch in Hamburg, aber Barcelona hat das Spiel nicht als ernsthaftes Spiel angesehen. Jetzt machen wir das mal so, dass Barcelona das Spiel als ernsthaftes Spiel ansieht. Schauen wir mal. Also, Schwierigkeitsstufe schwer. Ich kann das jedes Mal zeigen. Also, ganz viele meinen mal, stell das mal auf schwer, mach mal hier, mach schwer, mach schwer. Ich kann es jedes Mal zeigen, es ist jedes Mal auf schwer. Auch wenn das angeblich so leicht aussieht. Team verwalten, die Aufstellung Son und Rudnevs vorne, im Tor René Adler, beim Gegner Victor Alves, vorne Messi, Pedro und Sanchez. So, dann machen wir das mal, dann legen wir mal los, Schnelltaktiken brauchen wir ja nicht und los geht's. Ja, das erste Spiel 2013, was dementsprechend dann vielleicht wichtig ist, vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Es ist ja jetzt wieder Zeit. Und los geht's mit dem Spiel zwischen Hamburg und Barcelona aus der Imtech Arena. Der Hamburger SV in Weiß gegen Barcelona in Orange. Auch nicht oft zu sehen, aber manchmal ist es der Fall. Los geht's! Messi. Sanchez und Adler. Beister. Zu Stelbet. Rudnevs, Jansen, Susson und nein. Jansen nochmal. Jansen und Victor Alves hält den Ball. Jansen. Son. Der auf Panda-Fahrt. Panda-Fahrt. No Son und nein. Abgeblockt. Eckball. Son mit den klassischen roten Haaren. Die er mittlerweile nicht mehr hat. Ecke. Van der Vaart, knapp vorbei. Jetzt sieht er ganz knapp vorbei am Tor. Und somit kann der HSV noch nicht jubeln. Jansen. Völlig allein gelassen. Stelbet. Es dominiert die deutsche Mannschaft, aber das heißt ja hier nichts. Am Abschluss müssen Ergebnisse rausspringen. Diekmeyer. Van der Vaart zu Rudnevs. Pedro, Messi, Sanchez, gut vorbeigegangen, Sanchez, beste Mann klärt, Marquisio,
So, und Rudnevs, super gemacht. Rudnevs, jetzt alleine vorm Tor. Macht er das 1:0? Und ja, er macht es. Das 1:0 für den Hamburger SV. Schöner Flickflack noch. Und damit führen sie gegen Barcelona. Er läuft auf ihn zu und dann ganz locker in die Ecke. 1:0 kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Und somit könnte man in der zweiten Halbzeit zumindest etwas anrichten. 1:0 und damit springen wir gleich in die zweite Halbzeit. Die zweiten 45 Minuten mögen jetzt beginnen. Rudnevs zu Son, der zu Beister. Beister läuft und ja, knapp. Der wäre fast reingegangen. Aber dann holt er ihn doch hoch. Und dann aber leider auf die Seite. Nichts war's mit dem schnellen 2:0. Natürlich ein bisschen mehr Sicherheit gebracht, aber nun gut. Abstoß. Strelbrett zu Van der Vaart. Der zu Rudnevs, aber es wird abgeblockt. Xavi. Fabregas. Messi. Zu Pedro. Sanchez. Sanchez. Und Adler hält. Eine Möglichkeit halt. Vielleicht jetzt die nächste. Messi. Sanchez. Und Adler. Super Parade. Hat er aber auch nicht leicht gekriegt. Wechsel. Messi raus. Dann scheint er doch so viel enttäuscht für Barcelona. Zello rein. Vielleicht macht das jetzt besser. Eckball. Barcelona. Ecke ausgeführt. Und Strelbert versucht ihn rauszuköpfen. Jansen am Ball. Zu Son, der zum freistehenden Rudnevs. Ein Mann noch, jetzt hat er alle hinter sich. Son, das 2:0. Das 2:0 durch den Südkoreaner Son. Der letztlich ja meinerseits falsch geäußerte Son, ja, er spielt für Südkorea, nicht für Japan, und hat das schöne Tor hingelegt. 2:0. Na, jetzt müsste Barcelona was machen, damit sie den Hamburger SV doch noch kriegen. Pedro. Na, Tello. Na, weggeköpft und Treffer. Anschlusstor. Durch Iniesta. Schauen wir uns das nochmal an. Ding war eigentlich schon weg. Wird weggeköpft, ganz locker. Und Iniesta ganz abgeklärt. Wie ein Profi das halt macht. Der sieht die Situation, der sieht, au, da wird ein Fehler gemacht. Und dementsprechend mit Volley rein das Ding. Ja, keine Chance. Von allen. So, könnte es da doch noch was werden mit dem Ausgleich. Schauen wir mal. Westermann. Zu Stelbert. Der zu Van der Vaart. Van der Vaart setzt sich nicht durch Puyol. Puyol verliert den Ball gegen Rudnevs, aber der liegt. Hätte man mehrmals mal rausmachen können. Pedro. Zu Tello. Zurück zu Pedro. Reinflanken vielleicht. Und Sanchez. Und nein. Nichts mit dem Ausgleich. Ja, jetzt wird sich natürlich erstmal ein bisschen geäußert. Weil keiner sich wirklich dafür verantwortlich gefühlt hat. Drei Mann von Hamburg im Torhüterraum. Also inklusive Torhüter. Und keiner fühlt sich für den einen verantwortlich. Rudnevs zu Son, der zurück zu Rudnevs. Macht er das? Nein.
Zwei Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Dann setzt er sich aber, versucht er sich trotzdem durchzusetzen. Iniesta. Zu Tello. Ah, liegt. Freistoß. Letzte Möglichkeit. Schafft Barcelona den Ausgleich noch? Wenn sie den jetzt schaffen, ja, das wäre was. Nein, Adler kriegt ihn. Und zur Ecke geklärt. Das heißt, alle mal nach vorne. Normalerweise, ich denke mal, Barcelona wird dasselbe machen. Ja, genau dasselbe. Alle nach vorne, es geht um alles oder nichts. Weil, was will man machen bei einem 1:2 Rückstand? Und nicht geklärt. Jetzt doch Jansen. Aus. Ja, der Schiedsrichter scheint schon so, als ob er das gleich abpfeifen möchte. Fabregas. Und geklärt. Jetzt nach vorne. Rudnevs. Son. Na? Wann pfeift er? Alves. Alves, warum Alves? Das war Sanchez. Und Hamburg führt und gewinnt mit 2:1 gegen Barcelona. Man kann das Spiel getrost unter positiver Parken. Ja, so spielt man gegen Barcelona. Oder auch nicht. Je nachdem. So, wir sehen uns, hören uns dann zum nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Wenn nicht, dann nicht. Bis dann und tschüss.